Selbsthilfemaßnahmen in der Hypnose. Das heißt, kleine Techniken und Interventionen, die Sie Ihren Klienten nach einer erfolgreich abgeschlossenen Sitzung mitnehmen können und mit denen die Klienten dann eigenverantwortlich weiter an ihren unbewussten Prozessen arbeiten können. Heute mit einer Technik, die sich vor allem in der Suchttherapie ausgesprochen gut eignet, und zwar dem sogenannten Craving Killer. Craving, das ist der Fachausdruck und natürlich auch die englische Bezeichnung für den sogenannten Suchtdruck oder, um das in norddeutschem Vokabular auszudrücken, dem Jeeper. Und den gibt es zum Beispiel bei Rauchern, die mit dem Rauchen aufhören, die plötzlich merken, boah, jetzt hätte ich super gerne eine Zigarette gerade. Die gibt es selbstverständlich in Bezug auf Lebensmittel, dass sie irgendwie totalen Heißhunger auf irgendein ganz spezifisches Lebensmittel, auf irgendwelche Naschereien bekommen. Selbstverständlich auch bei Substanzen, bei Medikamenten, bei Drogen. Also Suchtdruck gibt es in vielerlei Bereichen und vieles davon lässt sich prima in der hypnotischen Praxis bearbeiten. Und zwar so, dass die Klienten selbst total verblüfft darüber sind, wie frei sie sich nach einer oder natürlich auch nach mehreren Sitzungen fühlen. Nichtsdestotrotz ist der Organismus natürlich nicht so digital aufgebaut, dass irgendeine Intervention ausreichend wäre und irgendwie das, was vorher Jahre, Jahrzehnte lang an Suchtdruck einprogrammiert wurde, wäre dann irgendwie komplett auf einen Schlag verschwunden. Es geht ja auch nicht darum, dass wir jegliches Verlangen komplett nehmen, sondern darum, dass wir die Klienten in einen Zustand der Selbstermächtigung versetzen. Und diese Selbstermächtigung besteht natürlich auch darin, dass der Klient die Möglichkeit hat, wenn der Suchtdruck auftaucht, selbst etwas mit sich, das heißt für sich selbst etwas Gutes zu tun, um zu erleben, wow, ja, es liegt in meiner Hand, ich bin dem Craving nicht komplett unkontrolliert ausgeliefert, sondern kann sehr wohl selbst mit meinen Gedanken, mit meiner Energie daran arbeiten, dass er geringer wird und bestenfalls dann komplett verschwindet. Der Craving Killer funktioniert wie folgt. Wir bitten unseren Klienten darum, sich auf das Gefühl zu konzentrieren, das in dem jeweiligen Augenblick als unangenehm empfunden und wahrgenommen wird. Nehmen wir als Beispiel die Raucherentwöhnung. Wir bitten unsere Klienten darum, sich darauf zu konzentrieren, wie es sich anfühlt, wenn ich jetzt auf unbedingt eine Zigarette brauche. Und das Gefühl soll dann innerlich in der Sitzung einfach mal ganz stark skaliert werden auf einer Skala von 0 bis 10. 0 steht für berührt mich überhaupt nicht. 10 ist für maximal auftretenden Druck. Und unser Klient soll in der Sitzung das Gefühl abrufen, unbedingt eine Zigarette rauchen zu wollen. Toll ist es natürlich, wenn wir dann auch mit einer entsprechend starken Eingangszahl arbeiten können. Sagen wir mal, der Klient sagt eine 7. Wenn wir ihn darum bitten, sich vorzustellen, wie stark dieses Verlangen auf einer Skala von 0 steht für überhaupt nicht bis 10, steht für das absolute Maximum, ist. Anschließend fragen wir unseren Klienten, wo in seinem Kopf er diesen Impuls, dieses Verlangen gerade spürt. Selbstverständlich enthält es eine Art von Suggestion, weil es ja überhaupt nicht gesagt ist, dass dieser Impuls in seinem Kopf auftritt. Nichtsdestotrotz stellen wir die Frage, wo in Ihrem Kopf spüren oder hören Sie das Verlangen im Augenblick? Ist es eher mittig? Ist es vorne im Stirnbereich? Ist es hinten? Ist es all over? Und ja, fragen von unserem Klienten einfach mal ab, wo dieses Gefühl in dem jeweiligen Augenblick erlebt wird. Wenn unser Klient uns die Antwort gegeben hat, legen wir nach mit einer weiteren suggestiven Frage, was diese Stimme denn gerade sagt. Also so à la, zünd dir eine an, du hast es verdient, du brauchst jetzt eine Zigarette, du brauchst dich überhaupt nicht dagegen wehren. Wir können da auch so ein paar Beispiele liefern und selbstverständlich geht es nicht darum, dass der Klient wie bei einer Hypnoanalyse völlig frei alles entdeckt, sondern ein ganz klein wenig dürfen wir in dem Augenblick durchaus führen. Was sagt diese Stimme, was sagt dieses Verlangen zu Ihnen? Jetzt gehen wir mal davon aus, der Klient sagt, zünd dir eine an. Und auf einer Skala von 0 bis 10 ist diese Stärke des Suchtdrucks bei einer 7. Dann bitten wir im nächsten Schritt unseren Klienten darum, sich vorzustellen, wie es wohl wäre,
wenn man diese Stimme nehmen könnte, sie aus dem Kopf herausnimmt und sie einmal auf die rechte Schulter setzt, sodass die Stimme, dieser Impuls, dieser Suchtdruck von der rechten Stimme aus zum rechten Ohr hochspricht. Zünd dir eine an, du hast es doch verdient, gönn dir eine Zigarette, sprich doch wirklich nichts dagegen. Und dann skalieren wir nochmal neu. Auf einer Skala von 0 bis 10 sind Sie immer noch auf einer 7. Ist die Lust auf eine Zigarette nach oben gegangen oder ein Stück weit nach unten gegangen? Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten. In den seltensten Fällen bleibt die Zahl gleich. Manchmal, wenn gleich auch sehr selten, geht sie nochmal ein Stück weit nach oben. In aller Regel geht sie allerdings auch ein bisschen nach unten. Nicht zu weit, also bei den meisten Klienten wird das jetzt wohl bei einer 5 oder 6 enden. Jetzt kommen wir zur nächsten Stufe vom Craving Killer. Wir bitten unseren Klienten darum, sich vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn die Stimme von der rechten Schulter einmal den Arm nach unten tipselt und sich auf den ausgestreckten rechten Zeigefinger setzt, dort oben auf die Daumenspitze und die Stimme jetzt vom rechten Daumen aus nach oben zu einem spricht. Zünd dir eine an, du hast es doch verdient, gönn dir eine Zigarette, komm, mach doch einfach. Und skalieren nochmal neu auf einer Skala von 0 bis 10. Wo sind Sie jetzt gerade im Augenblick? In locker 95% aller Fälle wird der Suchtdruck deutlich spürbar nach unten gegangen sein. Und unser Klient hat erlebt, was geschieht, wenn wir Gefühle, die im Inneren von uns selbst auftauchen, nicht als gegeben in der Form hinnehmen, dass wir sagen, wir können uns nicht dagegen wehren, sondern wenn wir die Klugheit unseres Unbewussten nutzen, mit diesen Gefühlen zu spielen, zu arbeiten, produktiv, konstruktiv in einen inneren Austausch zu treten, indem wir uns plötzlich in der Selbstermächtigung befinden. In der Fachsprache ausgedrückt ist Folgendes passiert. Wir haben einen inneren Impuls, ein Gefühl externalisiert. Das heißt, nicht mehr der Drang ist nicht mehr in uns selbst und wir kämpfen dann im Endeffekt gegen uns selber, sondern wir haben das Gefühl, das Verlangen nach außen geholt und können fortan auch ganz anders damit umgehen. Denn die Dinge, die von uns selbst kommen, können wir uns nicht ganz so gut dagegen wehren. Wohingegen, wenn etwas von außen kommt, können wir uns viel differenzierter damit auseinandersetzen. Und das ist eine Technik, die können wir in der Sitzung einmal gemeinsam einüben und unseren Klienten dann ganz toll mit auf den Weg geben. Wir bitten unsere Klienten darum, immer dann in Zukunft, wenn das Verlangen auftreten sollte, diese Übung mit sich selbst durchzuführen. Das heißt, sich 2-3 Minuten Zeit zu nehmen, sich ein ruhiges Fleckchen zu suchen. Wenn das jetzt in der Arbeit sein sollte, kann man sich auch mal kurz zurückziehen, vielleicht die Augen schließen, dann zu skalieren, auf einer Skala von 0 bis 10 zu prüfen, wie stark dieser Impuls, wie stark das Verlangen im jeweiligen Augenblick ist. Tief zu atmen, sich vorzustellen, wie beim Ausatmen die Stimme aus dem Kopf heraus auf die rechte Schulter wandert. Nochmal nachspüren, nochmal prüfen, hat sich an der Intensität etwas geändert, um dann im weiteren Verlauf sich vorzustellen, wie diese Stimme von der rechten Schulter über den rechten Oberarm, Unterarm zu dem ausgestreckten Daumen wandert und vom Daumen aus dann nach oben herab spricht, zünd dir eine an, du hast es dir doch verdient. Und selbstverständlich können und dürfen wir die Klienten noch einladen, wenn ihnen das irgendwann zu blöd ist, diese Sucht aushalten zu müssen, bam, sich vorzustellen, wie sie die Stimme einfach quasi vom Daumen klatschen. Etwas militant, aber in diesem Falle durchaus mehr als legitim. Mit dieser Technik arbeiten wir jetzt seit mittlerweile über 15 Jahren intensivst an den unterschiedlichsten Themen. Nicht nur bei der Raucherentwöhnung, nicht nur beim Thema Ernährungsmanagement, sondern tatsächlich auch bei etwas härteren Süchten und sind stets begeistert, wie unglaublich gut die Wirkung ist und die Klienten sind verblüfft, wie
toll Sie diese Technik für sich selber umsetzen können. Der Craving-Killer. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß und Freude gemacht zuzuhören. Ich würde mir wünschen, dass Sie die Möglichkeit hatten, vielleicht auch selbst mental ein wenig mitzumachen, in dieses Gefühl zu gehen. Und kann Sie jetzt nur einladen, das einfach mal auszuprobieren. Vielleicht haben Sie selber irgendetwas, woran Sie den Craving-Killer testen wollen. Oder Sie haben ja Klienten, denen Sie das einfach mal als tolle Möglichkeit, mit sich selbst arbeiten zu können, anbieten wollen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen.